Ben Affleck und Jennifer Lopez erleben ihr Liebes-Comeback auf der Überholspur. Folgt schon bald die Verlobung? Die Versöhnung der beiden Hollywood-Stars ist seit Monaten das Top-Thema in der Promi-Welt. Im April werden die zwei erstmals nach 17 Jahren wieder zusammen gesichtet. Nur wenige Wochen später gibt es erste Kussfotos. Im Juli machen der Schauspieler und die Musikerin schließlich ihre Beziehung offiziell. Angeblich wollen die Turteltauben nun schon weitere Schritte gehen, zusammenziehen und sogar heiraten. Grund genug, um das rasante Comeback von Bennifer noch einmal Revue passieren zu lassen. Mitte April verkündet Jennifer ihre Trennung von Alex Rodriguez. Nach 4 Jahren On-Off-Romanze gehen die beiden als Freunde auseinander. Doch J.Lo bleibt nicht lange alleine. Schon 2 Wochen später wird die Hustlers-Darstellerin erstmals mit ihrem Ex von Paparazzi erwischt. Auf die Fotopremiere folgen zahlreiche weitere Schnappschüsse aus dem gemeinsamen Urlaub oder beim vertrauten Abendessen. Schnell ist klar, Jen und Ben sind nicht nur Freunde. Zwischen den beiden funkt es gewaltig. Ein Insider erklärt damals bereits: Was die beiden angeht, freuen sie sich einfach, dass sie einander und damit wahre Liebe gefunden haben, wovon manche Menschen ja nur träumen können. An ihrem 52. Geburtstag lässt die Beauty die Katze dann aus dem Sack. Via Instagram macht sie ihre Liebe zu dem Batman-Star offiziell. Mit diesem Knutschfoto. Den Ehrentag der Sängerin zelebrieren die beiden im Liebesurlaub auf Capri. Die New Yorkerin meint es so richtig ernst mit dem dreifachen Vater. Sogar ihre Kinder lernen den 49-Jährigen bereits kennen. Er stellt ihr ebenfalls seine Sprösslinge vor. Und Ben scheint jetzt Nägel mit Köpfen machen zu wollen. Vor wenigen Tagen wird er von Fotografen beim Shoppen in Los Angeles ertappt. Der Hottie schaut sich mit seiner Mutter tatsächlich Verlobungsringe bei Tiffany's an. Ob der Ex von Jennifer Garner seiner Liebsten wirklich bald die Frage aller Fragen stellt? Für die Verliebten wäre es schon Verlobung Nummer 2. Im November 2002 geht Ben erstmals vor Jen auf die Knie und hält mit einem 2,5 Millionen Dollar teuren Ring um ihre Hand an. Doch zur Hochzeit kommt es nicht. Stattdessen beendet die Sängerin die Beziehung 2004. 17 Jahre später möchte Ben jetzt alles richtig machen. Der Schauspieler will Jen endlich zu seiner Frau machen und dabei offenbar bloß keine Zeit verlieren.